Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von Forex.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Ich starte das heutige Morning Statement mal mit einem Überblick über den gesamten Aktienindizemarkt. Wir schauen uns das Ganze mal an hier. Dow Jones im Fall der S&P 500 gibt deutlich nach, der Nasdaq 100 gibt deutlich nach, der Russell 2000 gibt nach, der Yen absolut weiter im Abverkaufsmodus und zwar unheimlich extrem. Also wir sehen hier, haben wir schon in der Nacht wieder weitere Ausbrüche gesehen, das ist wirklich Wahnsinn. Der DAX folgt diesem ganzen Prozedere, Eurostoxx auch natürlich, Eurostoxx 50 und der CAC 40, also der CAC 40, der französische Leitindex ebenfalls, UK 100 demzufolge natürlich auch. Woran liegt das? Nun ja, wenn wir mal in den Wirtschaftskalender schauen von gestern, dann sehen wir, dass der Arbeitsmarktindex aus den USA sich kaum erholen konnte, immer noch stark im Minusbereich unter minus 2%. Also nicht unter minus 2%, sondern bei minus 2,1. Die Werksaufträge weiter zurückgegangen. Schlechter als die Prognose und auch schlechter als das letzte Mal. Das ist natürlich nicht gerade erfreulich. Ansonsten gab es jetzt keine Zahlen, die, also jetzt augenscheinlich keine Zahlen, die die Aktien in Zession unter Druck setzen. Es sind vielmehr die Bankaktien, ja. Die Bankbilanzen, die, oder die Investmentsparten, die präsentiert wurden. Es geht darum, dass natürlich alle großen Bankhäuser, ja, es geht um JP Morgan, es geht um die Deutsche Bank, um die Bank of America und so weiter und so fort, haben die Investmentsparte dieser Banken hat aufgrund der Kursturbulenzen zu Beginn dieses Jahres zwischen 20 und fast 40% Einbußen generiert und das ist natürlich unheimlich heftig. Also so einen starken Einbruch gab es das letzte Mal Anfang 2009 und das ja, die Stimmung schlägt sich natürlich aktuell wieder. Wir sehen es gerade, der gesamte Markt absolut unter Druck. Die einzigen, die Profit gemacht haben in dieser Zeit, war Rothschild. Auch sehr interessant für alle Verschwörungstheoretiker, wieder natürlich ein gefundenes Fressen. Die Rothschild hat, ich glaube, 18% plus gemacht oder sowas in der Zeit, wo alle anderen Investmentbanken oder die Investmentsparten der anderen großen Banken alle wahnsinnige Verluste eingefahren haben. Nun ja, weiter geht's mit den australischen Zahlen, welche in der Nacht präsentiert wurden, sind die Handelsbilanz um 3.30 Uhr hier massiv zurückgegangen. Das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, okay, man können ja eigentlich die chinesischen Zahlen wahrscheinlich gar nicht so gut aussehen. Denn der Haupthandelspartner für Australien ist natürlich China in der pazifischen Region bzw. in der ostasiatischen Region. Und wenn die Handelsbilanz hier so extrem eingebrochen ist, dann ist wahrscheinlich die Nachfrage nach den Rohstoffen aus Australien weiter zurückgegangen. Und demnach sind das keine guten Vorzeichen aus China. Die Importe sind leicht, Entschuldigung, leicht gestiegen hier. Um 1%, ja, um 1%, jetzt auf 0% quasi. Die Exporte haben sich aber auch hier ins Minus gekehrt, logischerweise. Das hängt ja zum größten Teil hier mit der Handelsbilanz zusammen. Der RBA-Zinssatzentscheid ist weiter bei 2% geblieben, beziehungsweise gab es auch keine großen Änderungen seitens der RBA. Der australische Dollar, US-Dollar gibt weiterhin nach, wie erwartet. Und wie prognostiziert, schauen wir uns dann mal ganz kurz an. Was erwartet uns heute noch? Die Werksaufträge aus Deutschland hier um 8 Uhr hat keine große Reaktion gezeigt, denn ja, wir können jetzt nicht sagen, dass der DAX beispielsweise aufgrund dieser schlechten Zahlen hier eingebrochen ist. Das ist Quatsch. Es ist einfach die Gesamtsituation. Der sehr zurückhaltende Handel an der Wall Street, der schlägt sich einfach nieder auf die europäischen Indizes und auch auf den Nikkei. Was erwartet uns noch? Heute um 10 Uhr der Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungen aus der Eurozone und der Market PMI Gesamtindex. Mal sehen, was hierbei herauskommt. Hier erwarte ich mir nur große Veränderungen. Wenn es zu signifikanten Veränderungen zwischen der Prognose und den vorherigen Zahlen gibt, in Bezug auf die dann aktuellen Zahlen. Dann die Handelsbilanz aus den USA um 14.30 Uhr. Das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr wichtig. Mal sehen, ob das den US-Dollar heute ein bisschen stützen kann.
also weiterhin stützen kann und vielleicht auch die Aktienindizes wieder ein bisschen stabilisieren kann. Market PMI für die Dienstleistungen um 15:45 Uhr, sehr, sehr wichtig. Dienstleistungsindex natürlich oder die Dienstleistungsbranche an sich, ich sage es immer wieder, in den USA, auch als Binnenwirtschaft natürlich ein extrem wichtiger Part, ein extrem wichtiger Faktor. Und falls sich hier wirklich große Verwerfungen auftun und der Market PMI für die Dienstleistungen beispielsweise unter die 50-Punkte-Marke, dann sollte das den US-Dollar extrem belasten, aber das können wir eben jetzt noch nicht sagen. Die Yalts, also Yalts Report, also die offenen Stellenangebote hier aus den USA um 16 Uhr und dann der ASM für das nicht verarbeitende Gewerbe ebenfalls um 16 Uhr. Bin mal gespannt, was heute hierbei herauskommt. Um 22:30 Uhr dann noch der API wöchentliche Rohöllagerbestand. Auch das natürlich wichtig für das WTI. Gut, jetzt der Blick in die Charts. Wir schauen uns mal den, was wollte ich mal anschauen? Genau, den, was war's? Genau, den Dow Jones. Hier ist er. Ja, gibt nach. Ich hatte ja gesagt in der letzten Analyse, okay, man konnte sich hier nochmal long einkaufen. Das Problem besteht im Plus darin, dass wir hier nochmal kurz vor einem gewaltigen Widerstand stehen, rund um die 17.800-Punkte-Marke. Und es nicht verwunderlich wäre, wenn der Kurs noch einmal nachgibt, jetzt beispielsweise mal zum H4 50er 55 EMA, beziehungsweise hier auf die 17.545 Punkte Marke herunter. Und falls es sich hier wieder stabilisieren kann, bleibt der Long im Markt. Falls hier durchbricht, wird er eben ausgestoppt. Break-even und dann ist gut. Ich muss natürlich dazu sagen, wir haben jetzt hier auf dem H4-Chart, wenn ich es mal einzeichnen darf, diesen aufwärtsgerichteten Trendkanal bereits durchbrochen. Ja, der überschneidet sich sehr, sehr gut hier mit den Hochs und Tiefs und das ist natürlich ein sehr negatives Vorzeichen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Kurs sich vielleicht hier an dieser Trendlinie nochmal stabilisieren kann. Also im Bereich der 17.400, was ist das hier, 17.450 Punkte Marke. Und da müssen wir eben gucken, ob er hier diesen Retest absolviert und dann denke ich mal, sollten sich gute Short-Gelegenheiten bieten. Falls sich an der, oh, jetzt habe ich hier ein bisschen falsch eingezeichnet, falls sich an dieser Gesamtsituation des Aktienmarktes nichts ändert, denn es ist ja wirklich schon ganz schön heftig, was wir hier an Verwerfungen sehen. Und deshalb glaube ich nicht, dass der Dow Jones davon verschont bleibt, falls sich das Ganze hier weiter fortführt. Also deswegen wird es wahrscheinlich dann endgültig dann doch in der Short-Thematik enden, so wie wir es ja eigentlich auch so wie wir es ja eigentlich auch geplant hatten. Dieser Ausbruch hier oder diese Stabilisierung war ja eigentlich bloß mehr oder weniger ein Zufall, dass hier, oder was heißt ein Zufall? Wir hatten ja bloß die zwei Optionen. Entweder der Kurs hätte hier unter dem Support geschlossen, dann wären wir eben beim Retest Short gegangen, oder eben wie in diesem Fall, der Kurs hat sich stabilisiert, sind wir long gegangen. Ja, und jetzt müssen wir eben warten, was er jetzt an dieser, mit diesem Unterstützungsbereich, mit dieser Trendlinie macht, und dann vor allen Dingen auch mit diesem Trendkanal im H4-Chart. So, jetzt nochmal der Blick in den Nikkei, hat quasi fast sein Kursziel erreicht. Ich kann es nochmal einzeichnen. Es handelt sich ja hierbei um die Projektionshöhe dieser vermeintlichen Seitwärts-Range. Moment, so, ich werde es mal ungefähr einzeichnen. Und wir hatten ja gesagt, oder ich hatte gesagt, okay, rund um das 200er Expansion Level könnte sich der, und beziehungsweise rund um die 15.600 Punkte, das ist hier dieser Unterstützungsbereich, könnte sich der Nikkei fangen und wieder in eine Erholung übergehen. Aktuell wirklich sehr, sehr rot. Das sieht jetzt nicht aus, als würde er sich stabilisieren, aber es geht manchmal schneller als gedacht. Deshalb auf keinen Fall werde ich hier auf keinen Fall noch irgendwelche Shorts in den Markt legen. Schön für unsere Short oder hier oben. Die befindet sich jetzt aktuell über 1500 Punkte im Plus und darüber können wir uns nicht beschweren. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was der Kurs hier auf diesem Kursniveau macht. Ich denke nicht, dass er danach diese Flagge hier testet und einfach wieder weiter Short läuft. Falls er diese Flagge testet, befindet sich der Kurs dann auch wieder innerhalb dieser Range und das Ganze hier wird dann wahrscheinlich ein Short-Fehlausbruch sein. Auf der Long-Seite wartet einfach noch der weekly-basierte Retest bei ca. 18.600 Punkten. Also ich bin mal hier vorsichtig optimistisch, was die Stabilisierung angeht. Wir befinden uns ja hier auch auf Weekly 200er EMA oder beziehungsweise Weekly 237 EMA. Also da müssen wir mal gucken, was hierbei rauskommt. Jetzt aktuell wirklich Füße stillhalten und nichts machen, bitte. So, und einer muss ja immer büßen. Das ist logischerweise in diesem Fall ganz, ganz stark der US-Dollar-Yen. Wir schauen es uns mal an. US-Dollar-Yen hier massiv eingebrochen durch den Nikkei natürlich. Es liegt nicht unbedingt am US-Dollar. Der US-Dollar eigentlich relativ stabil, relativ stark. Und deshalb hier der Fokus auf dem Nikkei, beziehungsweise aufgrund der positiven Korrelation zum Nikkei. Ja, und bewegt sich jetzt eben hier schnurstracks in Richtung 1,10.
beziehungsweise zur Unterseite dieses großen aufwärtsgerichteten Trendkanals. Und ich bin mal gespannt, wann er sich hier stabilisiert. Also ich denke, die 1,10, die könnte schon ein wenig Support bieten, vielleicht ja auch im Bereich der 1,09, 1,10, ja. Dieser Kursbereich könnte doch ein wenig Support bieten. Und dann bin ich mal gespannt, ob hier in den Retest übergeht. Was wir auch im Nikkei uns quasi erwarten. Aber dafür brauchen wir wirklich erstmal eine konkrete Stabilisierung im Nikkei und auch hier im US-Dollar-Yen. Momentan stehe ich jetzt auch an der Seitenlinie. Der Long Exchange hat leider nicht geklappt hier an dieser Stelle. Hat sich nicht stabilisieren können, der US-Dollar-Yen. Und deshalb hat sich diese Long-Thematik vorerst erledigt. Gut, in diesem Sinne wünsche ich einen guten Start in den neuen Handelstag. Wir hören uns heute natürlich noch einmal wieder. Bis dahin, heute Abend bitte dran denken, 19:30 Uhr das kostenlose Dienstags-Live-Webinar. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, tschüss.